Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Fallout 76. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los. Und zwar habe ich jetzt echt krass aufgeräumt und hergestellt und gemacht und getan. Und oh, ich bin schon ein bisschen stolz drauf. Und ja, wir bewegen uns jetzt hier Richtung Osten. Wir machen hier einen kleinen Abstecher zu dieser Lagerhalle, was auch immer das sein wird, was dort vor Ort geht. Aber Hauptsache, wir haben das mal entdeckt. Und ja, genau. Und schauen, dass wir hier diese zwei Sachen hier dort finden für unsere Mission. Namens Vorbeugen ist besser als Heilen. Ja, das ist doch mal eigentlich ein guter Spruch. Ich liebe diese Versicherungen, die einem sagen, wir sorgen dafür, dass wir sie behandeln, beziehungsweise die sagen ja auch Vorbeugen ist besser als Nachsorge oder wie auch immer. Und auf jeden Fall finde ich das immer sehr lustig, weil ich glaube nicht, dass die zu einem kommen und sagen, ja übrigens, sie werden in 10 Jahren Krebs haben, deswegen schauen wir mal, dass wir jetzt schon gucken. Das machen die nicht. Es gibt zwar Vorsorgeuntersuchungen, aber wenn man es dann hat, dann bringt es auch nichts mehr. Aber es ist eigentlich ist es gut. Ist eigentlich eine schöne Sache. Aber trotzdem wird das so dargestellt, als würden sie Unfälle und so weiter verhindern. Ne? Also, naja. So, da haben wir... Hier, was ist das hier? Warte mal, wir laufen eigentlich eh falsch. Aber da ist ja auch schon mal was Interessantes da hinten. Ne? Wir müssen über diesen Berg da hinten hoch. So, jetzt sind wir auch nicht mehr so überladen. Holt. Oh, wie sie rumrennen. Und wir müssen mal ein bisschen auch gucken. Wir haben in letzter Zeit so ein bisschen das Sammeln von Gegenständen so ein bisschen schleifen lassen irgendwie. Weil wir immer sonst so schnell voll geworden sind. Ne? Unser Inventar war immer voll. Und ich wollte auch dann auch immer schauen, dass wir eben nicht über diesen Wert kommen. Aber irgendwie, naja, merke ich, dass uns sonst viele Ressourcen irgendwie fehlen. Also wir müssen da schon so ein bisschen hinterher sein, dass wir doch wieder mal ein bisschen mehr Zeug einsammeln. Das da hinten ist, glaube ich, die Fabrikhalle, die wir auf der Karte sehen. Oh, das sieht ja mal interessant aus. Ich weiß nicht, ob das essentiell für uns irgendwann mal sein wird hier. Ob wir jetzt schon mal ein bisschen reinstöbern. Da läuft schon mal was Level 2. Da würde ich jetzt eigentlich nicht hier unsere gute Waffe für verwenden. Aber es bringt nichts, wenn wir keine Munition haben. Nehmen wir die Pumpgun. Sollen wir es mal ein bisschen näher ranrücken, aber das ist mir lieber als wie mit einem schönen Scharfschützengewehr hier die Munition zu verballern, ne? Zumal wir eh hier eher im Nahbereich kämpfen. Schauen wir mal grob durch. Da oben erwischt. Spätestens jetzt. Pumpgun ist auf jeden Fall gute Wahl. Ja, wenn wir hier sind, schauen wir uns mal um, oder?
Ich würde sagen, wir gucken uns mal um hier. Das sieht alles ein bisschen interessanter aus. Jetzt könnte man hier was machen. Schauen wir mal. Ein Treffer. Sehe jetzt auf jeden Fall schon noch nicht. Gut. Mystery. Okay, drei Treffer. Und ich hätte was mit 2A. Versuchen wir es nochmal. Da liegt gutes Zeug drin. Ja, da ist gutes Zeug drin. Da sind so viele. Das war jetzt wirklich gar nichts. Fast gehabt. Hat aber nicht gereicht. Auf geht's. Nochmal ran. Geh doch. Schritte dich hier. Das hört sich so an, als wäre das direkt neben mir, aber. So geht jetzt die Tür nicht auf. Ach so. So. Oh, Fusionskern. Schon mal geil. Waffenwerkbank. Stahlspatz. Nehmen wir mal mit. Rüstwerkbank. Rechts gesetzt. Oh, grüß Gott! Hier bin ich. Wo rennst du denn hin? Große Invasion ausgelöst. Tod von oben. Quest begonnen. Mein Atomwaffe ist im Anflug. Sieh dir die Karte an, wo sie einschlagen wird. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Boah, krass. Danke für Ihre Kooperation. Ja, da ist sogar ein Spieler. Der Boxing. Boah, krass. Eine Atombombe schlägt ein. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist das hier? Das können sie aktivieren. Kurzum kann sie derzeit nicht aktiviert werden. Wieder gut 555. Warum nicht? Und ja, dasselbe Problem. Todeskrallenei. Wachstums. Oh, Rezepte, sehr gut.
Erstmal öffnen. Empire. Da ist wahrscheinlich auf jeden Fall ein I drin. Also ein I war auf jeden Fall drin. Bringt uns jetzt aber auch nicht, ne? Es ist manchmal einfach Glück irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich hab früher immer ganz genau drauf geachtet, wie es funktioniert. Ich weiß ja, wie es eigentlich ganz genau funktioniert, ne? Man klickt hier an, dann kriegt man hier ein 1 angezeigt, ja? Also ein von dieser Buchstaben. Oh. Einer der Buchstaben muss da drin sein. Ja, also irgendeiner. Und das, ja. Hat aber dann irgendwie auch nicht immer so richtig funktioniert. Also jetzt hier 0, ja? Also das bedeutet, wieder ein U-N-L-I-K-E ist drin. Aber ich habe dann manchmal schon da geklickt und dann war es dann doch drin. Oh. Jetzt sagen, die Bombe ist eingeschlagen und er steht immer noch da. Lebt er noch? Er lebt noch. Echt heftiger Tobak, also da kriege ich Gänsehaut. Weil es geht, mir geht es nicht darum, wie heftig das ist und wie geil oder was auch immer, sondern wie schrecklich das eigentlich ist. Das ist einfach schrecklich. So ein Ding. Sowas sollte es nicht geben. Das ist einfach schrecklich. Und das Schlimme ist, dass durch so ein Ding auch schon Menschen gestorben sind. Schon viele Menschen gestorben sind. Das ist einfach unverständlich, wieso es Menschen gibt, die sowas in Auftrag geben oder bauen oder ausführen. Also das mir... Unglaublich. Sowas darf nicht sein. Sowas darf es eigentlich gar nicht geben. So, kriegen wir diese blöde Tür auf oder nicht? Schau mal hier, da ist ja fast das ganze Alphabet drin und es ist nicht richtig. So, also ein Treffer. Gibt's nicht. Manu! Das mag ich vielleicht nicht mehr. Es gibt's nicht. Ich habe kein Glück gerade. Jetzt gehen wir oben rum. Wahrscheinlich kommen wir irgendwie von der anderen Seite auch rein, so wie hier. Hi!
Jede Menge Büros. Aber jetzt nicht wirklich etwas, was uns weiterbringt. Bastelwerk und cool. Das Blöde ist, ich würde die jetzt voll gern benutzen, weil dazu bräuchten wir Schießpulver, weil ich gerne Munition herstellen würde. Ziehen hier jetzt mal weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gerade auf die andere Seite irgendwie gekommen sind, oder? Sieht ein bisschen aus. Nach draußen. Ach, hier sind wir. Okay. Also eigentlich müsste mal irgendwie eins tiefer kommen. Na, das haben sie schon klug gemacht. Also man muss tatsächlich das eine Ding nochmal knacken. Ja, wir sind eh am Ende der Folge. Ich versuche dabei an Glück jetzt einfach nochmal. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und vielleicht kriegst du das in der nächsten Folge das Ding hier auf. Na, jetzt haben wir hier das hier geknackt und das nächste geknackt. Also müsste ja eigentlich irgendwie einen Weg geben. Ist da wahrscheinlich was Gutes drin, oder? Weil davor, da war ja jetzt nicht wirklich was Gutes. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier wirklich was richtig Gutes drin finden könnten. Und dann finden wir wahrscheinlich doch nichts Tolles drin. So, einmal probiere ich noch. Ja. Naja, probiere ich einfach nachher nochmal. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.